Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Nexomon. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, die Dieben aufzuspüren, haben sie besiegt. Nur leider ist es Vardos gelungen, die vier Tyrannen, die wir eigentlich re rekrutieren wollten, ja, zu vernichten. Aber es gibt noch Hoffnung, denn wir haben wohl hier in Khans Vella einen weiteren Tyrannen entdeckt. Dann schauen wir doch mal nach. Und hoffentlich wird er sich uns anschließen. Okay, es geht immer noch weiter. Na komm schon, er muss hier sein. Oh, und anscheinend müssen wir irgendwas machen. Damit diese Dinger da verschwinden. Na komm schon, ist hier was? Alter, was ist das für ein Ort? Gibt es so viel zu entdecken? Ah! Das scheint eins dieser Teile zu sein. Okay, ich verstehe. Und wir müssen wohl diese drei Dinger da aktivieren, um weiterzukommen. Nanu? Was machen die beiden denn da? Oh nee, jetzt sag mir nicht, das sind dämliche Wächter. Wen habe ich gerade vorne? Ja, die beiden werden safe kämpfen wollen. Ah! Ich will ja nichts sagen, aber das Ding ist genauso stark gelevelt wie wir, Freunde. Ich meine, man kann es ja auch übertreiben, ne, liebe Entwickler? Goodbye. Okay, die sind wohl damit Geschichte. Okay, das ist wahrlich ein krasses Labyrinth hier. Aber wir sind gleich da. Erstmal nehmen wir den Trank an uns. Und das kosmische Amulett. Siebenundvierzig, die werden echt immer stärker. Wäre aber auch ein guter Ort zum Trainieren. So. Das war das Erste. Oh, scheinbar ist draußen irgendwas passiert. Sollen wir rausgehen? Nun dann, auf geht's. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht reichen. Es gab noch zwei Orte. Wait, what? Das genügt? Aber was ist dann bitte schön hier?
Was zum Geier ist das? Aber mir sind da draußen wirklich ein paar Orte aufgefallen, die bisher keine Bedeutung hatten. Zum Beispiel leere Felder, wo einfach nur mal der Boden eingestampft war, aber wo auch dieser windige Sound gespielt hat, ohne weitere Musik. Kann es vielleicht sein, dass wir dort zum Beispiel die Tyrannen wiederbeleben können oder so ähnlich? Wäre natürlich schön. Jedenfalls sollten wir den Tyrannen jetzt besuchen. Und hoffentlich ist er hier. Nein, das ist er noch nicht. Willkommen, willkommen, willkommen. Das ist versteckte Dorf. Das ist sicherer Hafen. Das ist altes Zuhause. Lord Tikala wartet. Lord Tikala wartet auf euch. Ich glaube, dieser Tikala ist der Tyrann, der uns gerufen hat. Diese Leute scheinen nichts mit der Gilde zu tun zu haben. Irgendwas hält diese Stadt verborgen vor Vardos Augen. Wir sollten hier sicher sein. Wer ist das? Naja, um aber auch nochmal auf die Sache mit Vardos zurückzukommen. Ich meine, Amelie meinte es ja eigentlich nicht böse. Typisches, ja, Antagonistenverhalten. Ich will doch nur alles zum Besseren wenden, aber dann sehen die selber nicht, was sie damit genau anrichten. Tja, okay, jetzt sehen wir uns eben noch schnell rechts um. Dann gehen wir nach oben, Freunde. Okay, hier gibt's wohl nichts mehr. Das scheint er zu sein, Freunde. Tatsache. Bist du es wirklich? Ah, Marcel. Ja, Sohn von Nara. Der weisgesagte Erbe vom König der Monster. Du ehrst uns mit deiner Präsenz. Bist du der Tyrann, der uns gerufen hat? Ja, in der Tat. Ich bin auf eurer Seite. Ich bin ein, nun, wie deine Mutter es nannte, ein Backup-Plan, sozusagen. Sie befürchtete, dass Vardos alle Tyrannen auslöschen würde, bevor du sie für dich gewinnen könntest. Und tatsächlich, er hat es getan. Ich schulde denen mein Leben, die mich an diesen wunderbaren Ort versteckt gehalten hat. Und jetzt kann ich meine Schuld begleichen, indem ich an deiner Seite ihres Sohnes kämpfe, Marcel. Worum geht es dann in diesem Backup-Plan? Es ist ein gefährliches Unterfangen, aber wir haben keine Wahl. Dena hat einen verzweifelten Plan ausgearbeitet, den wir ausführen müssen, wenn wir auch nur eine geringe Chance gegen Vardos haben wollen. Die Maschine reparieren und die Tyrannen wiederbeleben, oder? Kann es sein? Weil wir haben ja damals die Pläne an uns genommen.
Hilfe, Hilfe! Gildentammer! Gildentammer haben unser Dorf gefunden! Unser Dorf gefunden! Das muss an dem Stein liegen, den wir auf dem Weg hierher zerstört haben. Es muss sich aber um normale Speerhand halten. Wenn sie wüssten, dass hier ein Tyrann lebt, hätte Varus bereits angegriffen. Marcel, du musst mir helfen. Wenn sie mich finden, dann ist der Backup-Plan verloren. Ich muss versteckt bleiben. Das ist schlecht. Wenn die Gilde herausfindet, dass wir einen Tyrann helfen, werden sie uns zurück ins Gefängnis stecken. Ich hätte da eine Idee. Wieso fangen wir den Tyrann nicht einfach und nehmen ihn so mit uns? Wir müssen diese Eindringlinge um jeden Preis zurückhalten. Dann wollen wir mal, Freunde. Schau grad mal, wen habe ich denn nach vorne gestellt? Schau ich gleich. Dürfte passen, ja. Ich bleib dabei. Halten wir sie auf, Freunde. Mal, hier ist niemand. Wo sind sie? Oh, ich glaube, sie sind schon durchgebrochen und sind wahrscheinlich in Häusern und so drinne. Ups. Ja, hier spielt ja auch die Mucke, sie müssen hier sein. Nein. Hier ist auch niemand. Dann können sie nur noch links sein. Zumindest die Frau da links ist verschwunden. Ist auch keiner. Aber hier müsste einer sein, oder? Nein, da kommen wir auch nicht rein. Ah, da ist einer. Uff, vielleicht gibt es hier doch nichts Wertvolles. Eventuell auf der anderen Seite des Dorfes. Wer bist du? Oh, du bist ein Goldhammer. So cool. Bist du auch hier, um aus diesem Dorf zu klauen? Zwei Dumme, ein Gedanke. Ich und mein Partner versuchen seit Tagen, um diesen Felsen herumzukommen. Und heute war er einfach weg. Wirklich? Hier gibt es allerdings nichts vom Wert. Lass uns woanders suchen, oder? Hey, was ist dein Problem? Du gehörst doch wohl nicht zu denen, oder? Ah. Irgendwie erwische ich immer schlechte Leads, Freunde. Aber da habe ich mich extra schon mal gelevelt. Und dann das hier. Da kann ich ja direkt wieder leveln gehen, ey. Oh, ernsthaft? Gottes Willen. Ja, genau. Mhm.
Was soll das werden, Kollege? Ja, goodbye. Eher gefährlich. Nicht gehen. Nicht gehen. Wir bringen zu Tikala. Lord Tikala wird entscheiden. Ja. Aber einer ist hier noch. Sagte der Typ nicht, er wäre mit einem Partner hier? Der könnte irgendwo in der Nähe des Dorfes sein. Wir sollten nachschauen. Rechte Seite, hieß es. Danke dir. Ah, ich bin umzingelt. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss wegrennen. Oh oh, du bist ein Gildentammer. Ich bin gerettet. Komm schon, du musst mir helfen. Hilf mir zurück zur Stadt zu gelangen. Die Gilde muss wissen, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht. Was? Du lässt mich nicht gehen? Bist du ein Verräter? Tut mir leid, ich kann dich nicht gehen lassen. Du weißt zu viel jetzt. Alter. Nope, ich muss wechseln. Aber sie tut es auch. Och nein, ernsthaft? Bah. Aber sie switcht wieder. Dann tue ich das auch. Von mir aus, dann spiele ich damit. Oh, du hast auch einen Raxuma. Nachmacherin. Warum switchst du? Good job, Sonnenkrieger. Was ist das für ein Aufruhr? Du bist es? Güte, es ist ein Weilchen her. Hallo, Atlas. Bring die Eindringlinge zu mir. Ich kümmere mich darum. Bist du die mit dem letzten Element? Hallo, Marcel. Mein Name ist Hilda. In einer Zeit, lange vor dieser Kämpfe, kämpfte ich mit Atlas und anderen Helden gegen den ursprünglichen König der Monster, Omnicron. Warum ist dein Geist hier? Ich dachte, du wärst in der Geisterzitadelle. Ich habe diesen Ort in der Hand meiner Azubine gelassen. Ich habe gehofft, sie kann Marcel genauso gut unterstützen. Unglücklicherweise war die Geburt von Bardos unvorhersehbar. Niemand kann sagen, was uns in der Zukunft erwartet. Das Einzige, was ich tun kann, ist mit meiner Kraft diesen Ort vor Bardos versteckt zu halten, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Nun dann, der Backup-Plan, oder? Es ist riskant, aber jetzt, wo Vardos die Tyrannen vernichtet hat, haben wir keine andere Wahl. Was ist der Plan? Wir können sie zurückbringen. Wir können die gefallenen Tyrannen auferstehen lassen.
Ich wusste es. Mit der Maschine, ne? Was? Wir haben die Wiederbelebungsmaschine nicht mehr. Aber wir haben den Plan. Oh, doch? Wir haben sicherlich eine Wiederbelebungsmaschine. Und sein Name ist Marcel. Marcel, Nara war der antike Tyrann des Lebens. Und du bist ihr Sohn. Du hast ihre Kraft geerbt, Leben zu beeinflussen. Du kannst die Tyrannen zurückbringen. Jeden einzelnen. Eine Armee wird dir zu Füßen stehen, Marcel. Das ist dein Backup-Plan? Wenn wir die Tyrannen wiederbeleben, wird Bardos bloß erneut angreifen. Korrekt. Wir müssen uns beeilen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Es gibt keine Garantie, dass die Tyrannen sich uns überhaupt anschließen. Es könnte alles umsonst sein. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Taten, Atlas. Tikala nutzte seine Kraft, um die Seelen der Tyrannen einzufrieren. Fragt ihn, und er wird euch ihre Orte verraten, Marcel. Wenn wir das durchziehen, könnten wir über Nacht eine Armee von Tyrannen aufstellen. Aber Vardos wird merken, dass irgendwas nicht stimmt. Welche andere Wahl haben wir? Ihr könnt Vardos nicht alleine besiegen. Sprecht mit Tikala, er wird euch den Rest des Plans erklären. Also, nehmt das als kleine Belohnung für das Beschützen des Dorfes. Nun geh, Schätzchen. Dein Aufstieg wartet. Es war schön, dich wiederzusehen. Ja, wie gesagt, ich habe einige Orte gesehen, die leer waren, aber die auch von Bedeutung sein könnten. Eins davon war zum Beispiel in der Geisterstadt links oben. Und es gab noch mehr dieser Orte. Okay, dann reden wir noch kurz mit Tikala. Ah, Marcel. Ich nehme an, Hilde hat euch den Plan erklärt. Ja, in der Tat. Die Idee, diese Monster wiederzubeleben, reizt mich so gar nicht. Aber ihr müsst es tun, Marcel. Ihr müsst Frieden mit euren alten Feinden schließen und zusammen Vardos antreten. Das sind spezielle Warpsteine zum Ort jeder Seele. Ihr müsst sie alle besuchen. Bringt sie zurück in unsere Welt und überzeugt sie, für uns zu kämpfen. Mit Naras Kraft in deinem Blut wirst du sicher erfolgreich sein. Wer hat diese Warpsteine platziert? Das war ich. Ich habe sie platziert, wie es mir aufgetragen wurde. Coco! Du bist zurück! Wer warst du nochmal? Ach ja, richtig. Du hast uns in der Wüste alleine gelassen. Nun gut, ich habe es wieder gut gemacht, indem ich diese doofen Warpsteine platziert habe. Tikala hat mir alles erklärt, also habe ich mich dazu entschieden, euch zu helfen, die Tyrannen wiederzubeleben, Marcel. Gut gemacht, Coco. Das spart uns eine Menge Zeit. Aufgrund dieser Warpsteine wird die Gilde nicht die Bewegung von Marcel verfolgen können. Eine Armee von untoten Tyrannen aufzustellen, das ist doch verrückt. Marcel, mein Kind, suche dir einen Warpstein aus, der dich interessiert. Die Seelen sind in einer Art abnormalen Baum gefangen. Keine Sorge, du wirst sehen, was ich meine. Sobald du alle Tyrannen zurückgebracht hast, können wir unsere Strategie überdenken, wie wir Vardos besiegen. Möge Ulsa deinen Weg erleuchten. Sohn der Nara. Tutorial. Du kannst jetzt Naras Kraft des Lebens nutzen. Damit kannst du die gefallenen Tyrannen zurückholen. Fünf Nebenquests, eine für jeden Tyrann, wurden deinem Tagebuch hinzugefügt. Schließe sie ab, um mit der Geschichte fortzufahren. Hey Marcel, denk dran, dass die Gilde keine Ahnung von unserem Vorhaben hat. Also können wir nach wie vor alles tun. Aber ich frage mich eine Sache. Was ist nun eigentlich mit den Banditen?
Immerhin sind wir weder dem Vorstandsmitglied noch dem Boss begegnet. Seit damals sind sie einfach verschwunden. Echt sonderbar, Freunde. Aber nee, ich habe geschaut, ob hier ein Markt ist. Gut, dann müssen wir das so schaffen. So, Freunde. Und wie es dann hier weitergehen wird mit der Wiederbelebung der Tyrannen, das finden wir dann hoffentlich im nächsten Part heraus von Nexomon. Ciao.